So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Arnor, Dark Londo. Genau, wir sind in Dark Londo. Wollen wir hier just for fun? Ihn. Ach, das können wir gar nicht. Wir sind hier runtergesprungen. Ha. Ah, eigentlich gab es nämlich da noch eine Seele, die ich mir anschauen wollte, aber das geht es nicht. Können wir uns nicht holen? Pam! Ich ersetze mal das Geräusch dafür, dass es hier fehlt. Mag er nicht. Hat sich nicht drüber gefreut. Er schreit ganz fürchterlich. Davon abgesehen, die haben Seelen verloren. Wo war das noch gleich? Meine letzte Aufnahme ist dann. Ist es lange her? Es geht so. 2 Tage, glaube ich. Pam! Und zack! In Wirklichkeit scheue ich mich eigentlich so ein bisschen davor, hier noch weiteren Fortschritt zu machen. Denn hier haben wir alles geholt. Genau, da ging es runter und konnten. Hier gab es Havels, das Set vom Havel. Havel Popavel. Und okay, hier hat man einen kleinen Einblick, dass es hier weitergehen könnte. Lässt man sich öffnen. Ja, wir können ja natürlich noch ein paar Türen öffnen. Machen wir natürlich auch. Aber. Ah, okay. Pam. Pam. Ja, irgendwie ist das Geräusch nicht da. Und die Silberritter sind zum Glück nicht. Ich glaube, hier waren die Seelen irgendwo, oder? Kann das sein? Da liegen sie. Genau, bei dem Typen haben wir die verloren. Beziehungsweise er hat uns mal die Leviten gelesen, wie man so schön sagt. Und hier unten ist noch einer. Können wir von hier oben auf den Kopf spucken. Aber ich weiß nicht, ob er sich darüber so freut. Statt, also, ne? Gehen wir lieber nochmal weiter. Wir spucken keinen Rittern auf den Kopf. Pam! Zack! Und wir können ein bisschen die Aussicht hier genießen. Das haben wir schon mal gemacht, ne? Hier an der Stelle. Ich glaube schon. Ich habe mich schon mal ein bisschen umgeschaut und habe versucht, mich von hier zu orientieren. Habe ich gerade Schritte von Rittern gehört? Ich glaube ja schon. Was war denn hier nochmal? Ach, die waren hier. Oh-oh. Pam. Die 2 Kameraden. Komm. Kämpf wie ein Mann. Tut er auch. Und ich pariere so feige. Naja. Hier war noch einer. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir uns seine Seelen auch noch holen. Oh. Das war ein harter Schlag. Guck mal hier, Siegmeier. Kannst du gucken, wie ich hier pariere? Willst du das nicht auch können? Hast du eigentlich noch was Neues zu sagen in der Zwischenzeit? Du hast uns ja den tollen Ring gegeben, der eigentlich gar nicht so toll ist. Ja, ich gebe dir eine Chance, nochmal drüber nachzudenken. Hier können wir aber gar nichts mehr machen, ne? Wir sind jetzt hier rausgekommen. Hier, den Ritter. Ne, wir müssen jetzt irgendwie nochmal hochgehen. Ob links oder rechts spielt eigentlich gar keine Rolle. Jetzt haben wir hier den Weg gerade mal freigeräumt, dann können wir auch hier hochgehen. Vorausgesetzt, wir kommen hoch und kein Ritter. Oh, versperrt uns den Weg hier. Aua, aua. Ich sagte, und hoffentlich versperrt uns kein Ritter den Weg. Tut er aber. Das ist nicht nett von dem Ritter. Was sagt denn unser 30? Uchikatana hat 30 von 80. Das müsste ja jeden Moment zerbrechen. Wir brauchen dringend eine Seele. Wir müssen hier einen opfern.
Beim nächsten Schlag würde ja quasi zerbrechen. Gut, dass ich mal nachgeguckt habe. Ausrüstung reparieren. So, das Ganze hat uns knapp 400 Seelen gekostet. Naja, so teuer ist es ja nicht, wobei. Eigentlich schon. Wir brauchen. Ach, der läuft uns immer hinterher. Ich glaube. Wo ist er hin? Ah, ja, komm. Na. Wobei ich die echt cool Design finde, muss ich sagen, diese Ritter. Ah, wenn wir schon gucken, lassen wir das fallen. Nein. Na, hier müssen wir auch nicht lang vorbei, wenn wir Seelen haben wollen. Die geben halt 1000 Seelen, das ist vergleichsweise einfach besorgt. Wenn man irgendwie ein glückliches Händchen für eine Parierung oder eine Repo, wie nennt sich das auf Deutsch? Parieren und Riposte oder wie? Wir müssen darauf achten, was das hinter uns so ist. Das Parieren gibt auch signifikant mehr Punkte, ne? Das Problem ist, er sieht uns, aber wir sind ihm egal, dann können wir auch hier lang gehen. Und ja, ich weiß, hier ist noch einer. Weil bei einem Gegner, der ohnehin 1000 gibt, wobei, dann gibt der hier weniger als 1000. Mit Parieren gibt er 1000 und hat der andere nicht eben 1300 gegeben? So. Aua. Entschuldige, ob ich hier nochmal ein bisschen leveln soll. 14.000, meine Güte. Wir sind noch nicht mal weit vorwärts gekommen. Wir haben schon 14.000 Seelen. Wie viel brauchen wir jetzt für ein weiteres Level? Ist das nicht so die Größenordnung? 14.000 Seelen, 15.000... Das soll mal 16.000 sein. Irgendwie sowas. ...1.300, nicht schlecht. Meine Güte, das ist echt nicht schlecht. Standardmäßig von jedem Gegner? So, ach ja, wir haben ja einen Goldharz an ihm verschwendet. Das war nicht gut. Das war eine echt schlechte Idee, muss ich sagen. Und hier sind wir. Ach so, wir sind jetzt bei dem Typen hier unten angekommen. Ach, hier sind auch Truhen. Lass uns doch hier zuerst mal hingehen. Ist hier oben da noch was? Nicht wirklich, nur lauter Trophäen von. Oh, er hat uns gesehen. Er kommt hochgelaufen. Das sind noch nur weitere. Da sind noch mehr. Schade, dass es diesen Parier-Sound bei ihm nicht gibt. Das ist anscheinend bei allen Lanzenträgern so. Aber ich glaube, diesen Bug gab es tatsächlich schon in dem ersten Dark, in dem Original Dark Souls Prepare to Die. Beziehungsweise auch im Original. So. Silberritterstulpen. Die Ausrüstung ist echt nicht schlecht. Das Problem ist, ich glaube, die ist. Die verlässt sich auf Stärke. Richtig? Als für Squin. Moment, Helm der Silberritter, die Arnolone bewachen. Als für Squin auszog, die Flamme zu binden, spalteten sich seine Ritter in zwei Gruppen. Die Silberritter verblieben im Dienste ihrer Göttin in der vergessenen Hauptstadt. Ja, und die anderen nicht, oder was? Die anderen sind wahrscheinlich ausgezogen, die sind zu diesen Schwarzrittern geworden. Kann das sein? Ist das so zu verstehen? So, die Tür wollte ich eben aufmachen, denn so kommen wir auch von hier aus weiter. Oh, richtig. Ja. Wir hören immer noch diesen Dämonen schwer atmen. Guck mal hier, wir haben auch Grüne hier. Sind die irgendwie... Ne, die sind nicht besonders, da gibt es auch ganz viele von. Also nochmal gucken. So,
Physische Abwehr ist natürlich massiv erhöht. So, im Vergleich von 2,3 auf 12. Das ist ja gerade mal Faktor 6 ungefähr. Nicht ganz. Aber gibt auch fast doppelt so viel Verteidigung. Physische. Aber weniger Blut und Gift, interessanterweise. Da ein bisschen Fluchresistenz. Sieht total cool aus, aber dafür sind wir nicht wirklich stark genug, beziehungsweise haben nicht genug Ausdauer. Da müsste man noch ein bisschen auf Ausdauer gehen, damit wir das wirklich tragen können. So cool das aussieht, die Silberritter sind vermutlich nicht die agilsten. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. So, und? Na, kommt er her? Zwei Schläge. Das ist, warum mache ich das hier eigentlich? Frage ich mich. Sind hier irgendwelche wertvollen Dinge? Ja, vielleicht möchte ich halt, dass dieses, wie heißt es? Reparaturgedöns. Ach, nicht Reparaturgedöns. Das, wie heißt das? Komm ich auf den Namen? Den Dämonentitaniten haben. Mist, jetzt habe ich nicht auf. Was? Schlecht für mich. Ich wollte nach hinten gucken, um zu schauen, ob er was gedroppt hat, und habe dann vergessen, dass hier ein Silberritter ist, der uns schon längst im Visier hat. Genau wie er hier. Beziehungsweise der Hand soll ich noch nicht im Visier, aber hätte nicht lange gedauert. So. Wenn wir schon mal. Und? Lässt er was fallen? Scheint selten zu sein, dass die was fallen lassen. Also. Mist. Das war eigentlich nicht so die gute Idee. Wenigstens haben wir das verlorene Gut zurück. So. Okay. Noch ein bisschen hier. Noch ein bisschen. Okay. Und den hier. Ich habe so den Eindruck, dass der ein bisschen mehr aushält. Weil so richtig an den Rand kommen, tun wir hier nicht. Machen ihm halt leider nicht allzu viel Schaden. Moment, ich muss mal raus, mal kurz heilen. Also, dann lass uns doch wenigstens den Kampf hier gegen mal aufnehmen und hoffentlich hier siegvoll aus dem Kampf rausgehen. Na, dabei bin ich noch weggerollt. Okay. Wow. Kurz mit den Knöpfen ein bisschen durcheinander gekommen hier auf meinem Pad. So, wir haben. Oh oh. Boah. Kann man gleich nochmal machen. Nein, keine gute Idee. Ich sehe nicht. Mist, ich habe nicht gesehen, wo ich bin. Okay, ich war zu weit von dem Ding und Zweck, von dem Tyrannen. Und ich weiß nicht so recht. Der scheint mir ein bisschen stärker zu sein als die anderen.
Aber die Seelen möchte ich natürlich trotzdem wieder haben. Wäre jetzt doof, wenn nicht. Sind ja 20.000. Oh, soll ich denn, sagen wir, oh, jedes Mal beim ersten Schlag. Er macht immer den gleichen. Und er hat auch den besseren Stand als wir. Pam und tschüss. Noch ein Kampf gegen den Demontiniert. Ich finde den Kampf, muss ich sagen, ziemlich langweilig und uninteressant. Muss ich ehrlich sagen. Anstrengend, sehr. Uninteressant, trotzdem. Und, naja, wir müssen jetzt eh die Seelen nochmal holen. Ja, dann lassen wir nochmal noch reingehen. Also, lassen echt nichts fallen hier, ne? Weil irgendwie habe ich noch nicht so die Methode gegen ihn. Das heißt, kurz. Oh. Ich könnte jetzt so eine lame Methode machen. Einfach nee, lass mich raus. Boah, wo ist, oh nein, wo ist denn der Ausgang? Ich bin noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Nichts nicht mehr. Oh, nee, ich sehe schon, das ist mein neuer Capra-Demon. Hab ich irgendwelche Ringe oder so, die mir da noch helfen können? Oh, jedes Mal. Erster Schlag, der sitzt bei ihm immer. Mal gucken, ob wir hier auch gegen ihn kämpfen können. Während der andere zusieht. Ja, er sieht zu. Aber wir können ja nicht die Treppe hochgehen, ohne seine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Das geht halt nicht. Aber da oben liegen mir jetzt doch tatsächlich zu viele Seelen, als dass ich das jetzt komplett ignorieren könnte. Dass hier noch Seelen liegen. Wo liegen die überhaupt? Links? Rechts? Hier liegen sie. Okay, alles klar. Da hat der Dämonentypen, Dämonen irgendwas, sich mal direkt mit seinem Hintern draufgesetzt. So, 4 Schläge. So, einer von diesen. Der ist unfassbar schwierig auszuweichen. Das muss man einfach mal sagen. Weil er so weit schwingt. Und er blockiert die Tür. Was sehr uncool ist. Okay, jetzt ist er gerade wieder im Schwingmodus. Na, ich bin weggelaufen, ganz sicher. Ja! Nein! Einfach nie! Oh! Ich habe keine ordentliche Waffe gegen ihn. Ey, pass auf, ich hole mir jetzt einfach die Seelen und zisch weiter. Ich habe keine Lust mehr gegen ihn. Ich pfeife auf den Dämonen-Titan. Ich weiß eh nicht, welche Waffe ich damit machen soll. Wenn ja, weiß ich, ich habe noch. Und da ist er wieder, der erste Schlag. Ich weiß, ich habe noch den Mondtitaniten in Sens Festung und in Arno Londo. Und zwar 3 Stück. Die braucht man ja, um bestimmte Waffen aufzuwerten. Also das sind dann meistens irgendwelche, ich weiß nicht, wie man das nennt, irgendwie rare oder legendäre Waffen oder irgendwie sowas. Die kann man damit aufwerten. Aber wir haben eh noch keine ordentliche. Also, wo ist unser Gut? Ja. Kannst machen, was du willst. Kannst mich auch gerne in Ruhe lassen. Denn ich verziehe mich nämlich jetzt wieder mit meinem Hab und Gut und setze die 30.000 bekackten Seelen ein. So bekackt sind die gar nicht. Die sind ziemlich gut. Beim ganzen Versuch haben sich nämlich echt einige Seelen zusammengesammelt und die werde ich jetzt nicht aufgeben.
So leichtsinnig bin ich nicht. Hm, 57 sind wir schon, meine Güte. Hm. Beweglichkeit, Kondition, was sagt ihr? Kondition können wir mehr tragen. Und vielleicht rettet uns dann noch irgendwie noch einen Absprung zu machen. Wir können aber auch noch locker ein ganzes Stückchen hier. Naja, ich glaube, ich gehe lieber auf Kondition oder Beweglichkeit. Eins von beiden möchte ich haben. Hm. Oh, machen wir das hier. Also, circa, was war das jetzt? 20.000 Seelen. Erster Schlag. Ich kann nie einschätzen, welcher Schlag das ist, den er macht. Das ist unfassbar. Er macht immer den gleichen, aber manchmal sieht das aus, als würde der so einen geraden Schlag machen. Wie jetzt gerade zum Beispiel. Macht er aber nicht. Stattdessen macht er den ganz normalen. Während er hier gibt mir immer mehr Zeit zu überlegen, wann ich hier parieren möchte. Weil er macht immer hier so ein... Hier so ein... wie heißt das? Ah, so ein Rückhand. Mit einer Lanze. Das ist sehr zeitaufwendig und vergleichsweise leicht zu parieren, während dieser zeitverzögerte Schlag viel schwieriger zu parieren ist. Was gab es jetzt hier oben? Oben war nur die Terrasse, ne? Das heißt, wir können eh nicht viel weiter, viel mehr machen, als hier lang zu gehen. Und der Raum hier ist interessant genug. Ach, guck mal, hier sind tatsächlich andere. Das sind die von dem Gemälde. Das sind die mit der... also diese Riesenritter, ne? Wo dieser Mensch so zwergenhaft gegen aussah. Ich glaube, das sind andere als die draußen stehen. Da hinten ist noch so ein Silberritter. Hm. Lass uns erstmal den oberen Bereich untersuchen, bevor wir... Guck mal hier. Interessant. Das ist ja interessant. Hier sind Fenster kaputt. Könnte man runter. Wollen wir hier runter? Ja, wollen wir. Jetzt sofort? Vielleicht noch nicht. Oh. Oh. Oh nee. Ernsthaft. Was hat's damit auf sich? Warum können die mich nicht in Ruhe lassen? Ich habe das Gefühl, dass das hat irgendwas damit zu tun, dass wir keine Nachrichten sehen, dass das alles ein bisschen verbuggt ist hier. Und ich traue diesem Grabesfürsten-Ding also nicht, weil die sind ja erst relevant, wenn wir uns im New Game Plus befinden. Und das sind wir gar nicht. Warum also gibt es das hier? Und warum... Ich komme mir fast verfolgt vor davon. Von diesem Zeichen. Naja, hier müssen wir irgendwie noch runter. Das müssen wir früher oder später. Aber ich habe noch nicht gesehen, dass... ach, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich habe noch keine Nachricht bemerkt, die hier kam. Normalerweise kommt immer so eine Nachricht. Naja. So, stirb. So, ich glaube von der... Oh. Er kann auch sterben. So, diese Türe würde ich gerne aufmachen. Und dann ist hier unten noch eine Seele. Hier, da klopft ein Schmied. Und von da oben kämen wir irgendwie runter. Aber vorher kümmern wir uns noch um... Wie viel sind das? Zwei Stück. Alter.
Tschüss. Tschüss, Sikorsky. Grauer Brocken, sehe ich gerne. Tja. Aber was die orangenen Nachrichten betrifft, so habe ich die wirklich starke Befürchtung, dass mein jetziger Spielstand das gar nicht mehr hergibt. Ich habe das mal nachgeguckt in meinen alten Aufnahmen. Ich glaube, ab Part 11 verschwinden die. Und also nur zur Info, wenn ihr das seht, habe ich gerade Moment, also während ich das hier aufnehme gerade, habe ich den zweiten Part hochgeladen. Also das habe ich gestern oder vorgestern gemacht. Bei Dark Souls ist meine Upload-Frequenz etwas geringer. Ja, unverschuldet nach Sieg bei Grabeswürsten. Ey, kannst mich mal. Ich möchte hier mit ihm reden. Hey, lass mich doch mit dir reden. Das sieht so cool aus. Oh, apropos cool aussehen. Boah, ich komme hier nicht an die Truhe ran. Muss ich den Schmied dafür etwa töten? Nee, muss ich nicht. Ein Falkenring, okay. Was kann der denn? Erhöht die Bogenreichweite, auch nicht schlecht. Wie lautet die Lore dazu? Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Gwynns geschenkt wurde. Der Falkenring gehörte Gau, welcher die Bogenschützen anführte. Der Ring erhöht die Bogenreichweite auf die von Gaus großem Bogen, der selbst die hochfliegenden Drachen vom Himmel holte. Ein Drachenbogenschütze. Ja, der kann nur von Gwynns Gefolgsleuten sein. Und Gau. Das ist aber nicht Gau hier. Wie heißt der? Gau werden wir noch kennenlernen, aber Gau ist auch ein Riese, wie er hier. Hallo, Forge, I can. Strong, I am. Das sehe ich. Waffen verstärken. Können wir noch irgendwas verstärken? Wie sieht's aus? Wir haben eine einzige kleine Scherbe. Uff. Habt ihr das Uchigatana gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Muss ich das vorher umwandeln? Ich kann es nur zu Blitz und Uchigatana machen. Oder zur Chaosklinge. Graubrocken. Blitz und Uchigatana. Nee. Ich meine, ist natürlich nicht schlecht, ne? Und ich hier noch Blitzschaden hinzufüge. Das wäre auch ganz geil. Wie komme ich denn hier auf Stufe... ich brauche noch eine andere Glut, glaube ich. Um auf Stufe 11, 12 und so zu kommen. Aber bei ihm kann ich offenbar Blitzwaffen machen. Ausrüstung reparieren. Das kann man meinetwegen... Das kann man machen... Wenn wir schon dabei sind, aber was können wir denn kaufen? Waffenschmiedekiste. Vielleicht schon mal Waffenleuchtfeuer aus. Lass uns einfach mal eine kaufen. Die können wir uns gerade leisten. Riesenhallebarde. Naja, das ist für Riesen. Standardpfeil, großer Pfeil. Wie sieht unser Pfeilkontingent denn aus? Federpfeil, großer Pfeil. Wir haben noch Standardpfeil. Oh, was? Wir haben keine Pfeile mehr. Dann lass davon immer ein paar kaufen. Keine Ahnung, lass mal 150 oder so. Und hier können wir die Riesenausrüstung kaufen. Und große Scherben. Sollten wir uns merken. Kleine Scherbe, fairer Preis.
Standardwaffe plus 5. Wollen wir hier den Rest für ausgeben? 8 von den Dingern. Dann können wir am Leuchtfeuer gegebenenfalls noch ein paar Waffen schmieden. Dass wir irgendwie eine Alternative haben, falls unser Uchigatana im Kampf brechen sollte. Oder falls falls wir mit dem Uchigatana an einer Stelle nicht richtig weiterkommen, wie zum Beispiel bei dem Dämon-Titani, der scheint mir wirklich ein bisschen zu stark zu sein. Und hier an der Stelle, pass auf, machen wir auch nochmal Folgendes. Wir setzen an dieser Stelle mal was. Was sagt eigentlich die Lore hierzu? Mystische, bei der Leiche des Hüters, eines Hüters gefundene Kugel. Dringe in die Welt des Mörders, der Feuertern ein und besiege den Übeltäter und hole die Seele der Feuertern zurück. Das schwarze Auge wacht stets über Arno Londo, die Götterstadt. Also, was uns der Text sagen will, ist, es kann nicht schaden, in Arno Londo diese Kugel ausgerüstet zu haben. Schwarze Augapfel. Können wir gucken, was wir davon haben. So. Hier wird es halt interessant. Weil Drachentöter-Großbogen. Drachentöter-Großbogen-Pfeil. Ja, also ich denke, der ist allerdings vor allem interessant für Stärke-Großbogen.